Hallo, heute ist das Thema in diesem Video, wie man Folgen und Gründe auf Deutsch ausdrückt, ist ein Grammatikteil von der Lektion 13. Wir fangen an. Zuerst eine kurze Übersicht. Auf Deutsch kann man auch kausale Sätze mit Adverbien wie deswegen, deshalb, aus diesem Grund, darum und nämlich bilden und auch mit der Präposition wegen mit dem Genitiv. Und zuletzt kommen auch Übungen dazu. Die Kausaladverbien. Mit Kausaladverbien kann man Gründe bzw. Folgen anzeigen. Und wie in der vorherigen Folie erwähnt, deshalb, daher, darum, deswegen, aus diesem Grund sind Kausaladverbien. Und auf Türkisch würden sie bedeuten, wie es folgt: Bu yüzden, bu sebepten, bu durumdan, bundan dolayı, bundan ötürü, bunun için. Und das Kausaladverb nämlich heißt meistens oder wird so übersetzt wie çünkü. Hier ein Beispiel mit einem Adverb. Am Wochenende gibt es eine Ausgangssperre, deshalb darf man nicht rausgehen. Diesen Satz kann man auch mit einer Konjunktion bilden. Und hier ein subordinierter Satz dazu. Das Beispiel: Am Wochenende darf man nicht rausgehen, weil es eine Ausgangssperre gibt. Die türkische Bedeutung dazu: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var, bu yüzden dışarıya çıkaramaz. Zweites Beispiel mit Adverb: Tim hat zu Hause keine Internetverbindung, daher kann er seine E-Mails nicht lesen. Mit einem Weilsatz würde es so heißen, wie im Beispiel: Tim kann seine E-Mails nicht lesen, weil er zu Hause keine Internetverbindung hat. Auf Türkisch würde es heißen, wie im folgenden Beispiel: Tim'in evde internet bağlantısı yok, bu yüzden e-postalarını okuyamıyor. Beispiel Nummer 3 mit einem Adverb: Elsa war krank, sie hat aus diesem Grund das Abendessen abgesagt. Das Beispiel mit einem Weilsatz: Elsa hat das Essen abgesagt, weil sie krank war. Und die Bedeutung auf Türkisch: Elsa hastaydı, bu sebepten dolayı akşam yemeğini iptal etti. Beispiel Nummer 4 mit Adverb: Charlotte hat ihren USB-Stick zu Hause vergessen, darum wird sie sich verspäten. Mit einem Weilsatz, also eine Konjunktion: Charlotte wird sich verspäten, weil sie ihren USB-Stick zu Hause vergessen hat. Auf Türkisch würde es so bedeuten wie: Charlotte USB-Belleğini evde unuttu, bu yüzden gecikecek. Beispiel Nummer 5 mit Adverb: Hoffentlich gibt's was zu essen, wir haben nämlich einen Bärenhunger. Mit Konjunktion: weil. Hoffentlich gibt's was zu essen, weil wir einen Bärenhunger haben. Die türkische Bedeutung: Umarım yiyecek bir şeyler vardır. Kurt gibi açız çünkü. Zur Wortstellung: Im Gegensatz zu Konjunktionen können Adverbien im Satz auf der ersten oder auf der dritten Position stehen. Ich habe die ganze Woche im Garten gearbeitet. Deshalb bin ich sehr müde. Oder: Ich bin deshalb sehr müde. Und nämlich steht meistens auf der dritten Position. Ein Beispiel: Das moderne Restaurant gefiel ihr nicht, sie wollte nämlich traditionelle Gerichte kosten. Hier das Wort, das Adverb nämlich auf Position 3. Zur kausalen Präposition wegen. Die kausale Präposition wegen benötigt den Genitiv. In der Umgangssprache wird es auch meistens mit dem Dativ verwendet. Und der Grund muss nominalisiert werden, was hier manchmal schwierig sein kann. Hier ein Beispiel: Wegen der falschen Aussprache. Hatalı telaffuzdan dolayı könnte man das auf Türkisch übersetzen. Aber das Verb ist eigentlich falsch aussprechen. Wenn man es mit dem Genitiv mit wegen verwenden will, muss man es auch nominalisieren. Es wird dann zu einem Nomen.
Und auf Türkisch hat es die Bedeutung wie denden dolayı, ötürü, bir durum için. Hier ein Beispiel mit Präposition. Wegen meines Urlaubs bin ich die nächsten 2 Wochen nicht erreichbar. Das Beispiel mit einem Weilsatz. Weil ich in den nächsten 2 Wochen in Urlaub bin, bin ich nicht erreichbar. Auf Türkisch, tatilimden dolayı önümüzdeki 2 hafta ulaşabilir değilim. Das zweite Beispiel mit Präposition. Wegen der Corona-Pandemie muss jeder Student von zu Hause lernen. Dein Beisatz. Weil die Corona-Pandemie aufgetreten ist, muss jeder Student von zu Hause lernen. Zur türkischen Bedeutung. Corona-Salgınından dolayı her öğrencinin evde öğrenmesi gerekiyor. Evden öğrenmesi gerekiyor. Entschuldigung. Ein drittes Beispiel mit Präposition. Wegen der falschen Aussprache hatte die Kellnerin den Tourist missverstanden. Bilden wir es jetzt mit einem Beisatz. Weil der Tourist ein Wort falsch ausgesprochen hat, hat die Kellnerin ihn missverstanden. Auf Türkisch, hatalı telaffuzdan dolayı garson kız turisti yanlış anladı, wäre eine gute Variante. Und jetzt bist du dran, die erste Übung. Bitte am Satzende Pause klicken und die Antwort laut aussprechen. Was passt aus diesem Grund? Nämlich und wegen. Hier ein bisschen Zeit. Die Antwort ist wie folgt. Mein Sohn mochte zu Hause wegen der Hitze am Spielen nicht teilnehmen. Er wollte nämlich draußen sein. Aus diesem Grund fuhren wir zu einem Spaziergang im Wald. Übung 2. Was passt? Deswegen und wegen. Zeit zum Denken und laut aussprechen. Und die Antwort heißt, wegen der finanziellen Lage mussten Karl und Stefanie die Hochzeit verschieben. Deswegen heirateten sie 1 Jahr später. Übung 3. Was passt? Deshalb und wegen. Zeit zum Denken. Bitte Pause klicken. Und die Antwort? Wegen der lauten Musik konnte der Kellner den Gast nicht gut verstehen. Deshalb brachte er ihm ein anderes Cocktail. Übung 4. Was passt? Weil, wegen. Pause. Die Antwort. Weil er studierte, musste er seinen Militärdienst verschieben. Darum ist er 2 Jahre später zum Militärdienst gegangen. Übung 5. Was passt? Nämlich, daher, wegen. Pause klicken. Die Antwort, wegen des Schnees waren die Straßen gesperrt. Daher ist er sofort nach Hause gegangen und hat sein neues Fahrrad rausgebracht. Er wollte nämlich ihn auf dem Schnee probieren. Übung 6. Was passt? Nämlich deswegen. Pause klicken. Laut aussprechen. Hier die Antwort. Ich habe keine Zeit fürs Abendessen, ich gehe nämlich in die Bibliothek, deswegen esse ich auf dem Weg ein Käsebrot. Und die letzte Übung, was passt, nämlich deshalb. Nachdenken. Die Antwort. Sie hat kein Geld mehr. Sie gab nämlich ihr ganzes Geld für Schmuck und Kosmetik aus. Deshalb bat sie ihren Vater um Taschengelderhöhung. Das war's für heute. Weitere Übungen findet ihr im Kursbuch und im Arbeitsbuch. Empfehlenswert. Und ein Lesetext von Anne Wisorek
Man muss sich fragen, wie benutzen wir Sprache eigentlich? Den Link könnt ihr sehen und ihr könnt auch den Titel im Google suchen und auf Deutsche Welle findet ihr den Artikel bestimmt. Bis nächste Woche. Tschüss.